Nee, sieht aber so aus, ne? Wirklich so wow. Aus. Wow. Wenn es einer ist, dann wäre es richtig geblitzt. Boah, das sieht schon übel aus, ey. Krass. Ja, direkt in die Natur. Schön, dass ihr da seid. Wir haben hier viel vor und wir switchen heute. Was heißen soll, ich nehme jetzt die Kamera mit. Ne? Yes. Und Flori filmt aber auch und wir switchen immer hin und her zwischen dem, was Flo macht und dem, was ich jetzt mache. Okay, tschüss. Machst du die Tür hinter mir zu, Schatzi? Ja, ich mach schon. Komm, oder du? Oder ihr, Schatzi hin, Schatzi her, alle das. So. Oh Gott. Wir fahren jetzt mich los. Wir ist gemeint. Skylar, Sarino und ich, wir fahren zum... Haben die ein Portemonnaie und so? Ja, habe ich Sarino, glaube ich, in die Hand gedrückt. Wir fahren zum... Oh Gott, Kick oder Teddy. Weil Shanika hat morgen Geburtstag, wird 11 Jahre alt. Und wir brauchen noch ein paar Kleinigkeiten. Wir wollen heute Vormittag schon einkaufen. So Torte und... was haben wir noch geholt? Torte und so ein paar Kleinigkeiten. Aber wir brauchen jetzt ganz dringend Deko. Sonst habe ich sowas immer in Hülle und Fülle zu Hause. Aber irgendwie ist sie aufgebraucht. Und deswegen müssen wir jetzt mal Deko... shoppen gehen. Ich glaube, Skylie wollte noch ein Geschenk, ne? Ja, gehen wir in den gleichen Laden? Na, nee, wir gehen zum Teddy oder zum... Schade, sonst kann ich wieder das Ending getrennt holen. Und Rino? Kommt einfach so mit? Ja. Oh, Rino einfach so mit. Und für Jermaine sollen wir auch noch eine Kleinigkeit mitbringen für Shanika zum Geburtstag, ne? Genau, wir nehmen euch heute mit. Und Flori macht parallel, fängt an, das Klettergerüst, Spielplatz, wie auch immer, aufzubauen, was wir bestellt hatten. Da geht es jetzt nämlich mal so ein bisschen endlich zur Sache. Genau, wir switchen halt immer hin und her. Fahren wir erstmal los. Meine Lieben, es geht los. Wir fangen jetzt an, das Grundgestell schon mal aufzubauen. Gleich, Schatzi. Ich habe hier eine Anleitung. Und da steht halt... Für das eine Größe, was wir brauchen, ist A172 von A bis N. Und hopp, nicht drauf treten. Und ich habe immer sortiert: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M und N. Ja, Netto, lass sie mal links, Schatzi, die brauchen wir jetzt noch. Lass sie bitte. Und ja, wir fangen jetzt mal an. Sarah hilft mir, Meli hilft mir und Leto hilft mir. Und ich kann es euch schon mal zeigen, wir haben hier unser Loch schon mal fertig. Die Kinder spielen hier irgendwie mit dem Band. Sehr schön, kennt euch mal. Und zwar haben wir hier eine kleine Kuhle uns ausgebuddelt. Und da fangen wir jetzt an, das große Gerüst, das Grundgerüst, sage ich mal, mit dem Sandkasten schon mal hinzubauen, dass wir dann genau wissen, wo wir die Löcher machen müssen für den Beton. Weil das muss ja in die Erde einbetoniert werden. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mal an. Wir warten, bis die beiden fertig sind mit Spielen hier. Das ist sehr schön. Hauptsache, ihr habt Spaß, ne? Ja. Sehr schön. Sarah ist auch motiviert. Pass schön auf, Leto, nicht, dass du dich hier weh tust. Noch eine Sache zu den Sandhaufen. Also wir haben jetzt hier noch Sandhaufen, ne? Und hier halt auch noch und... da und es ist natürlich die Frage, ob wir die Sandhaufen lassen oder nicht, weil die Kinder haben gesagt, die würden sie gerne lassen, aber ich bin mir da jetzt noch nicht so ganz sicher, ob wir die Sandhaufen lassen oder nicht. Und ja, jetzt warten wir noch ganz kurz 5 Minuten, weil es irgendwie schon wieder donnert hier. Hat sich keinen Bock, wir fangen jetzt an, machen die erste Schraube rein und dann fängt es an zu regnen. Hatte ich vorhin schon das Glück, als ich die ganzen Bretter sortiert habe. Und hier draußen muss ich auch noch alles vorhin gerade machen und hat auch direkt angefangen zu schiffern. Und zu blitzen und zu donnern und daher warten wir erstmal. Aber du weißt schon, das ist kein Spielzeug. Ja, aber siehst du, sowas passiert, wenn ihr mit Sachen spielt, von denen ihr keine Ahnung habt. Ich hatte Ahnung. Sehe ich. Und wie kriegst du jetzt rein? Ich habe mit Manny getauscht und der hat da irgendwas eingestellt, damit er es nicht zwischen den Fingern bekommt, wenn ich loslasse. Oh Mann. Papa! Wir sagen hier gerade schon, wow, wie sieht das denn aus? Keine Ahnung. Keine Sorge, ich guck nach vorne. Nee, sieht aber so aus, ne? Wirklich so aus. Wow. Aber wenn da wenn es einer ist, dann wäre es richtig geblitzt. Boah, das sieht schon übel aus, ey. Krass. Ja, direkt in die Natur. Die Welt geht unter. Man kann nichts mehr erkennen hier. Oh, oh, oh.
bin beim Kick angekommen. Boah, eine Katharina hat nachgelassen. Man konnte gar nichts mehr sehen. Ich bin zwischenzeitlich einfach nur gerollt. Oder auch sogar stehen geblieben. Weil es so doll war. Nee, in der Winika kaufen wir was. So, oh Gott, ist das süß, die Jacke. Wir brauchen Deko. Ganz wichtig. Deko, Deko, Deko. Hier hinten. Wahnsinn, schon 11 Jahre wird's. Gucken jetzt erstmal hier und danach denke ich, gehen wir noch mal im Teddy gucken. Gucken, was wir jetzt hier so kriegen. Ja, nicht packen. Nein, das sind meine Lieblingsluftballons. Mit zwei mit, die ja. Die schon seit Jahren wieder. Aber haben. Wer hat Geburtstag? Du oder? Ich, ja. Nee, das haben wir noch drin. Zeig mal die. Da sind immer zwei drin. Das ist natürlich bei uns jetzt mit 11. Sehr praktisch. So, was nehmen wir noch mit? Für den Kuchen brauche ich. Für den Kuchen brauche ich. Ah, die ist ja süß. Die. Gibt es noch eine andere? Hier ist noch so eine. Eine ist da noch. Rino, kommst du da ran? An die eins? Ja, super. So, na, ich will ja so eine mit so einem Gesicht. So, hahaha, lustig. Okay, jetzt brauchen wir noch so Geburtstagsdeko halt. Achso, und für die Gäste. Ja, und ich darf mit. Die sind ja fancy. Vero hatte gerade angerufen, also Skelly hatte angerufen mit Videoanruf. Und die sind ja gerade unterwegs, einkaufen. Und wir haben ja gerade gesagt, da kommt ein riesen Unwetter. Und soll jetzt die Pferde erstmal reinholen. Aber mein Problem ist, die Pferdeboxen sind noch komplett leer und sie ist in unserem Zelt. So, das heißt, wir werden jetzt erstmal schnell die Pferdeboxen schnell befüllen und dann die Pferde reinholen und dann gucken, ob das Unwetter zu uns kommt oder ob wir anfangen können zu bauen. Sehr schön, fangen wir mal an. Alter Falter, alles voll erwischt, der Regen, ey. Verflucht. Jetzt brauche ich noch den doofen Scheinschlüssel. So, Boxen sind soweit fertig, aber Heu fehlt hier noch. Gelassen. Ja, muss noch reingemacht werden. Oh mein Gott, wir sind pitschipatsche nass, ey. Oh mein Gott. Verflucht. So, das heißt Spielplatz AD. Ja? Sehr schön, Manny hat ihn. Pferdchen sind alle, zwar nicht trocken, aber heile, alle angekommen. Heu haben wir noch gemacht, Stroh haben wir noch. Und jetzt hat es echt aufgehört zu regnen, ey. Ja. Das ist jetzt ein Witz, ne? Komm, wir bringen sie wieder raus. Ist ja wohl nicht der Ernst, aber da kommt bestimmt noch was runter, ey. Das gibt's doch gar nicht, aber da kommt bestimmt noch was runter, ey. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt müssen wir erstmal einen Schlüssel suchen. Und, ja, wow. Ist das ärgerlich, oder was? Hat im Geschiff die ganze Zeit. Wir sind pitschipatsche nass alle, Mann. Und jetzt, ist alles fertig und der Regen hört auf, oder was? Also, weiß ich nicht, was dazu sagen soll hier, ne? Okay, die Kinder gucken jetzt hier nochmal nach Geschenken und ich gucke mal nach Geschenkpapier. Wo habe ich denn das gerade gesehen? Das hier ist total süß. Ach Gottchen. So Einhörnern. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, weil wir eigentlich nur so Großes haben. Das ist auch voll süß. Hier ist geil, die habe ich Armbänder gesehen. Und Ketten. Guck mal, hier so eine. Ja gut, das ist eher so für Erwachsene, glaube ich, da drüben. Oh, schau mal. Die schönen Ohrringe. Ich möchte ihr die Ohrringe geben. Die hat ja, und von Manny wolltest du auch noch was aussuchen. Ja. Sowas mag ich ja auch total, aber die halten halt immer nur ganz kurz. Oh, die sind auch schön, ne? Wow. Was ist denn für Manny? Nein, oh, was hier? Vielleicht ein Armband oder eine Kette? Ist da schon ein Unfall passiert? Ja, kein Wunder bei dem Sturm draußen. Oder was Süßes noch? Hier sind Süßigkeiten um die Ecke noch. So, Reno, kannst du rauf tun? Unser Ausbeute ist jetzt nicht mega groß. Nehmen wir noch hier so ein Spray mit. Geschenkpapier. Die Tischdecke, die Kerzen. Hier noch ein bisschen Kleinkram, was Kylie ausgesucht hat. Oh, nee, das gehört da unten rein. Okay. Ja, bei Teddy finden wir bestimmt auch noch mal ein paar Kleinigkeiten. Ein paar Girlanden oder sowas. Hol ich denn was bei Teddy? Na, warum? Das ist von dir und das ist von Manny, oder? So, wir haben umdisponiert. Wir werden jetzt einfach das gute Stück einfach hier aufbauen. Und wenn es hier aufgebaut ist, tragen wir es dann raus. Weil dann kann der Regen ruhig kommen. Das ist uns wurscht. Und ja. Also würde ich sagen, let's go. Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go.
space and now I'm so Ein kleines Update. Das Gerüst steht schon so gut wie. Aber ich muss echt sagen, keine Ahnung, die Schrauben hier, die irgendwie kriege ich gar nicht richtig festgezogen. Aber es nimmt so langsam Form an. Ne? Du kannst gleich mal helfen, ja? Ja, schauen wir mal. Das wird schon. So, wir sind jetzt angekommen beim Teddy. Jetzt brauchen wir da noch so ein bisschen Deko. Und ich zeige euch gleich mal, ich habe noch so eine Kiste, da fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten. Ach, was ich auch brauche, sind so Tütchen für die Gäste. Die hier sind süß, ne? Ach Gott, nee. Aber gibt es davon nur noch eine? Die anderen sind so groß. Gott, sind die süß. Da glitzert man gleich überall. Hier gibt es einfach so viele schöne Tüten. Sarino hat gerade auch noch eine entdeckt, die richtig schön ist. Die hier. Die ist auch total schön. Ich kann mich nie entscheiden, aber am liebsten hätte ich die gehabt. Die ist so richtig dolle schön. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. Für Tüten haben wir uns entschieden, wir nehmen einfach die hier. Ja. Könnte man auch noch drauf machen, ne? Dann nehmen wir die ganze Zeit, das sind 1 Euro. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Die ist ja so schön genug. Wir können da ein bisschen sowas reinmachen. Konfetti? Hm. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Haben wir hier so ein bisschen galant mitgenommen. Wahnsinn, was das kostet, ne? 3 Euro. Naja. Und das ist auch noch so ein Konfetti, was denn hier in die Tüten kommt. Die Tütenfüllung müssen wir übrigens auch noch kaufen. 6 Euro. Die hatten wir bei Dings. Welche hatten wir bei Dings? Auch so mit Konfetti drin. Ja, die welche hattet ihr da gekauft? Genau. Doch, es waren, glaube ich, die da unten. Der ist auch schön, ne? Aber wenn der platzt. Teller gucken wir jetzt ja auch nochmal. Hier wusste ich nämlich, dass die Auswahl größer ist. Da war alles schön. Guck mal, hier auch mit so einem Mandala. Oder hier, das passt doch vielleicht ganz gut. So als Vor-Teenager. 8 Stück. Das meinst du, findest du schöner? Das finde ich viel schöner. Aber meinst du, Nika findet es auch schöner? Ja. Der nimmt es einfach. Okay, willst du das und das mitnehmen oder nur die? Ja. Dann nimm 2 davon mit, bitte. Wir sind 8 und wir sind ja schon so viele und dann noch die Freundinnen. Wir gucken jetzt hier gerade nach der Füllung. Die brauche ich. Für die Tüten. Ich habe schon ein bisschen Süßkram, aber ich dachte, ich mache auch irgendwie noch was anderes Cooles da rein. Die sind doch süß. Mit 11 findet sich da bestimmt was, was man da reintun kann. Tattoos habe ich noch gefunden. 1, 2, 3. Wir sind aus dem Teddy draußen. Das hier ist die Kiste, die ich meinte. Die hatte ich schon vor ein paar Wochen zusammengestellt. Weiß gar nicht, die hatte auch so eine Kiste mit so Süßigkeiten und so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Beauty-Sachen. Genau, und sie wollte auch sowas. Dann habe ich schon so ein paar Sachen eingekauft. Und jetzt eben auch noch mal so ein paar Sachen, so Süßkram halt und so Badebombe und sowas. Genau, die hatte sie sich nämlich auch gewünscht. Und ich habe beim Action letzte Mal diese Schnürsenkel mitgenommen. Aber die sind für mich, ich habe nämlich an dem Tag mir weiße Schuhe gekauft, die ich selber anmalen will. Und da dachte ich mir, so bunte Schnürsenkel sind bestimmt mega cool dazu. Ja, und hier ist jetzt unsere Ausbeute. Ich bin gespannt, was in der Zeit bei Flo so abgeht. Meine Lieben, wir kommen langsam voran. Schaut mal, wir haben jetzt hier das Gestell, haben wir auch schon aufgebaut. Die Mädels sind schon oben drauf. Und hier kommen jetzt, schaut mal, diese Latten ran. So, damit sie nicht rausfallen. Die Mädels sind schon drauf, die tonen da irgendwie auch schon. Das heißt, es ist relativ stabil. Hallo. Ja. Ich denke, ich mache jetzt noch... Ich werde jetzt hier noch die hier bauen, also die ganzen Dinger hier ran machen. Hier kommt dann, also von hier kommt dann sozusagen die Rutsche runter. Und da hinten kommt die Treppe. Und hier werde ich alles verkleiden. Ja. Und da werde ich alles verkleiden. Und dann denke ich mal, bin ich dann erstmal fertig. Weil wir müssen es ja auch irgendwie noch getragen kriegen. Es ist, glaube ich, jetzt schon verdammt schwer. Aber 4 Männer, 4 Ecken, dann sollte das, denke ich mal, funktionieren. Und ja, dann sind wir erstmal so weit
durch mit dem Klettergerüst, würde ich sagen. Was sagt ihr mir jetzt? Was denkt ihr? Wird's gut oder wird's nicht gut? Es wird gut. Es wird sehr gut? Ja. Ja, also gut, wir müssen noch streichen, ne? Aber das ist jetzt noch kleine Arbeiten und daher, hier Leute, um euch mal zu zeigen, ich arbeite auch gerade. Sieht man das? Ja, ich arbeite gerade, man glaubt's kaum. Aber auch das schafft er. Yay! Für uns geht es jetzt erstmal nach Hause. Und dann gucken wir mal, ob da das Unwetter vorbeigezogen ist oder genau hin. Wir haben noch schnell zu Hause angerufen, als wir in den Sturm da geraten sind. Haben Bescheid gegeben, dass es, glaube ich, besser wäre, wenn die Pferde mal schnell reingeholt werden und die da jetzt nicht anfangen, irgendwie das Klettergerüst aufzubauen. Das war, glaube ich, Flo sein Plan. Dementsprechend sind wir jetzt gespannt, wenn wir zu Hause sind, was sie zu berichten haben, ob da auch so Weltuntergang war. Wir sind wieder zu Hause und hier scheint tatsächlich die Sonne. Aber man sieht, es hat geregnet. Mal gucken, wie doll es war. Damit die Sache erstmal im Kofferraum gelassen. Na, da steht sie schon. Na, Nika? Freust du dich auf morgen? Ja. Ja. Was macht ihr, Ding Dang Dong? Aha. Es wird langsam, Leute. Es sieht langsam aus wie ein Gerüst. Man glaubt es kaum. Manny zieht jetzt noch die letzten Schrauben hier fest. Dann hauen wir noch hier das Brett ran. Und dann sind wir, glaube ich, für heute erstmal fertig. Ich glaube, das Häuschen werde ich morgen machen. Mal gucken. Ist jetzt auch schon mittlerweile 8:30. Und ja, ich denke, wir haben heute viel geschafft. Und gucken, dass wir es irgendwie rausgetragen kriegen. Natürlich die andere Sache. Aber ja, mein Gott, notfalls vier Menschen, vier Ecken, dann sollte das funktionieren. Ansonsten bin ich, glaube ich, heute erstmal fertig, wenn die Streben alle dran sind. Und dann machen wir morgen in Ruhe weiter. So ist der Plan. Also ich versuche das Häuschen separat zu bauen. Dass wir es später noch notfalls draufpacken. Ich weiß nicht, wie es festgemacht wird, muss ich mal in Leitung gucken. Aber ja. Wollen wir mal gucken gehen, ne? Hier mal durch den Garten. Ach, da hinten. Mit Sera macht er das. Na, ihr werdet ja wahrscheinlich schon viel mehr gesehen haben, weil ich euch bisher hier reingeschnitten habe, als ich. Ja! Hi! Mäuschen, Nanali? Wer kommt da? Wer kommt da? Hui! Wie kommst du gar nicht zu mir? Wie siehst denn du? Was hast denn du gegessen? Schokolade? Gaggi. Ladi? Dein Mund ist voller Schokolade. Wir müssen sofort ein Tuch holen. Ach du meine Güte. Spielst du da beim Sand? Gaggi. Ja. Hier weiter, oder Sera und die Jungs sind weiter am Bauen. Klappt alles irgendwie gar nicht mal so, wie es sein sollte. Holz irgendwie verzogen. Oh, Schrauben fassen nicht. Super nervig, wenn man bedenkt, dass man über 1000 Euro für so ein Klettergerüst ausgegeben hat. Das ist eigentlich auch von der Marke, die man jetzt so kennt. Mal abwarten, ob das sich noch positiv wendet. Ich gehe jetzt mal rein. Ihnen ist noch irgendwie anscheinend jemand auf meine Kamera getreten oder gefallen oder ich weiß es nicht. Jetzt habe ich einen kompletten Sprung hier in meinem Display. Gut, ich ärgere mich darüber jetzt nicht, weil die Kamera habe ich seit 4 Jahren. Die hatte hier auch schon diesen Punkt, den ich hier gar nicht wegkriege. Ich meine, das heißt, sie wollte mir sowieso mal irgendwann eine neue gönnen, aber es ist halt trotzdem super ärgerlich, ne? Was soll ich denn jetzt machen? Eigentlich wollte ich anfangen, mich um den Kuchen zu kümmern. Genau, dafür habe ich auch schon wie immer Tortencreme geholt. Wir machen wieder Benjamin Blümchen-Torten. Das mache ich aber bei allen Kindern nur bei Sarino nicht, weil der mag die Benjamin Blümchen-Torten nicht. Und auch keine Alternativtorten. Dem ist es einfach zu süß. Der mag lieber nur so Käsekuchen und so. Da hatte ich was anderes gemacht, sonst mache ich ja immer das. Und diesmal noch hier so eine Paste mitgenommen.
Einmal in Pink und einmal in Weiß. Und Lebensmittel, weil ich nicht wusste, ob ich noch genug habe. Genau, sie hat natürlich auch sich ein Motto ausgesucht, wie alle meine Kinder. Das zeige ich euch jetzt mal direkt. Ich habe zwei verschiedene gekauft, weil ich, Entschuldigung, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und zwar haben wir das Thema... Warte, ich packe es aus. Schminki. Schau mal, Lippenstift, Wimpern, was haben wir hier? Kristalle, all solche Sachen, genau. Und, aber eigentlich habe ich das andere noch bestellt, weil das, glaube ich, zu kombinieren ist ganz cool. Dann habe ich hier so ein bisschen Schminke, auch für die Torte teilweise. Also der Lidschatten ist, glaube ich, echt, aber ansonsten ist das alles so halt aus Plastik, ne? Nur für die Torte gedacht. Und hier auch nochmal ein dickes, fettes Happy Birthday. Genau, eigentlich war das eine TikTok-Torte. Aber ich habe für Tortendeko mit TikTok irgendwie echt wenig gefunden. Dann hat sie gesagt, nee, sie möchte doch was anderes. Und dann haben wir uns dafür entschieden. Torten haben wir vorhin ja schon gekauft. Die lasse ich immer so ein bisschen antauen, ein paar Stunden. Damit man oben diese Sahnehäubchen gut abkriegt. Ihr kennt das Spiel, nehme ich euch gleich aber auch wieder bei mit. Ich packe erstmal den Schlüssel zurück, wo er hingehört. Dann suche ich ihn dann wieder. Und kleiner Fun Fact, ich Super-Influencer habe einfach komplett mein Handy die letzten Stunden irgendwo liegen lassen. Habe ich das so ein Ladekabel gemacht? Oh Gott. Habe ich weiß geschlaut, hab's in mein Ladekabel. Wo endet das? Yay! Endet am Ladekabel. Cool. Oh Gott, 4 Nachrichten, da 5 Nachrichten, da 2 E-Mails. Ich kümmere mich mal kurz. Ihr Lieben, ich kämpfe hier mit meiner Kamera. Das, ich glaube, Objektiv, das geht nicht richtig zu. Dann geht's zu, dann geht's wieder nicht auf. Es geht permanent aus. Deswegen, ich weiß nicht, wie viel Videomaterial wir haben, weil ich gar nicht weiß, wie viel Flow aufgenommen habe. Aber ich kämpfe erstmal mit der Kamera und nehme euch dann, wenn alles klappt, in einem separaten Video mit. Für Nikas Geburtstagsvorbereitung bei der Torte. Die Geschenke zeige ich euch. Wir packen gemeinsam Geschenke ein. In Hoffnung, dass es funktioniert. Wenn das nächste Video ein anderes ist, nehmt es mir nicht übel. Ich muss jetzt erstmal hier schauen, was mit der Kamera los ist. Und bin froh, dass es jetzt gerade mal nicht ausgeht. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen und hören uns dann im nächsten Video mit einer Kamera, die besser funktioniert. Bleibt gesund und munter und bis ganz bald. Ciao! Fall.